Versuch Nummer 2, es ist Donnerstag, 18 Uhr, mit dabei Razer Games. Hallo. Ja, warum so. Versuch Nummer 2? Ich habe nämlich gerade vergeblich, kurz was beim Internet umgeändert, auf einmal war die Verbindung weg. Ja, genau, und wir haben auch nicht viel gemacht, also ich habe hier nur so eine Müller ein bisschen ausgebaut und hier Wohngebiete ausgewiesen, das heißt, ihr habt nichts verpasst. Ah ne, ich habe hier noch ein paar Parks reingebaut, damit es sich ausbaut. Ich habe eine Etage benötigt, ja komm, leck mich doch am Arsch, weißt du was? Nee, kann ich nicht machen, dann habe ich keinen Einwohner mehr. Ja, und in der Folge möchte ich mal gucken, wie wir Fernseher herstellen, ne? Wissen wir ja alle, wie das geht, oder ihr wisst es, aber ich weiß es nicht. So wie immer im Prinzip. So, dafür brauche ich erstmal ein Abwasserendrohr. Klingt komisch, aber jeder Plan fängt komisch an. Oh, meine Industriestadt staut sich gerade. So, Abwasser, dann haben wir mal hier reingepumpt. So, Alter, die Musik ist gerade voll aufdringend. Ich habe meine Tasche mit drin, Herkunft, ich benötigt. Wieso ist denn die Musik so aufdringlich, mach ich mal so? Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Und ich hab Geld und ich kann dir Geld schicken. Wie viel brauchst du denn? Alter, wieso ist denn Musik so aufdringlich, ey? Schick mir, was du glaubst oder was du mir geben willst. Okay. So, Geschenke. Ich kann dir echt sogar Fernseher schicken. Oh, eine Brücke der Zukunft. Schnell, es droht. Es droht immer mehr. Ja, ich habe jetzt mal was geschickt. Meine Dusche funktioniert nicht, Bürgermeister. Ach du Scheiße. Ja, ich will mal kurz so erhöhen, damit ich ein bisschen mehr Vorlaufzeit habe. Ja, Verbrecher, leg dir am Arsch, ich hab kein Geld, du Trottel. Komm, mach ich einfach so und reiß das Ding wieder weg hier, ich bin echt zu behindert. Tschüss. So eine Pumpstation hauen wir uns gleich. Okay, oder auch nicht. Verdammt. Also ich mache 9000 die Stunde. What? Haha, davon träume ich gerade nur. Ja, und ich träume gerade. Wahrscheinlich ist es gerade genau andersrum. Es wird immer dringender, ich sitze schon an der Armutsgrenze. Vor allem, du kannst es ja nur dreimal machen, dieses Fenster, dann ist die Stadt weg, glaube ich. Aber ich habe dir Geld geschickt, mal gucken, was ankommt. Guck mal, kann ja. Für die scheiß Sachen machen. Ich hoffe, dass es ankommt. Ansonsten muss ich hier ein Handelscenter aufbauen und Recycling machen. Mach's doch. Geldmöglichkeiten immer her. Ach man, ich steh doch im Wasserturm, ich voll Idiot, aber. Ich hasse es. Irgendwas mache ich hier dauernd falsch. Ja, das liegt daran, wenn du Megatürme baust. Weil das sind nicht immer so mega. Guck mal, hier hinten kann auch perfekt so eine Pumpstation hin. Da interessiert es auch bestimmt keinen. Die Verschmutzung ist ja nicht so schlimm. So, jetzt habt ihr nämlich alle wieder euer schönes Trinkwasser. Wasser. Und was ich aber noch brauche, ist mehr Medizin. Nee, war denn nicht Polizei? Wie viel hast du denn geschickt? 180.000. Oh, ist sehr lieb. Jetzt weiß ich auch, warum jetzt alles hier funktioniert. Es ist angekommen. Sag mal, wieso wird denn das hier nicht geschickt, das Scheißwasser? Jetzt arbeitet mal gefälligst. Jetzt läuft's, okay. Ich hab doch eine Müllhalde. Ich kann den Müll abnehmen, wenn du möchtest. Ich nehm dir mal ein bisschen Müll ab. Das macht gerade jemand zu Hause. Ach so, ja, okay, gut. Das heißt, der Matohausen verdient doppelt so viel, also verdient eigentlich so aus allen Städten. Ach komm, kaufst du mir... Ach du Scheiße! Was habe ich hier bitte gerade für ein Verkehrsaufkommen auf der Autobahn? Kauf ich gerade von jemandem Energie? Nee. Ich glaube, ich muss gerade echt noch mal ein paar Shuttlebusse posten. Ja, das wird nichts helfen, ich muss gerade mal Shuttlebusse bauen. Wir hier zumindest mal ein paar Kanäle hinsetzen. Und ich probiere gerade rauszufinden, wie ich mehr Omega-Fabriken bekomme. Wieso drehen sich hier Dreiecke? Wie kriege ich denn... Ach, leck mich doch mal, Mann. Kontrollen von Nachbarn, ja, ich möchte auch Kontrollen von Nachbarn beziehen. Jetzt nervt mich doch mal nicht alle.
Mann, ey, ich fress hier im Besen. So, das ist doch ganz gut. Was wollt ihr denn, Mann? Alter. Ach, guck mal, hier ist ein Abwasserendrohr. Ach, deswegen, weil das ausgelastet ist oder was? Dann reißt das doch einfach ab. Was willst du denn bitte? Ist ja schlimm hier, ey. Stellen Sie einen Park auf. Was für eine Aufgabe. Mache ich jetzt mal. Ich tue jetzt mal das, was mir befohlen wird. Was willst du? Bauen Sie die Wille Ihre Träume? Ja, schön, für dich will ich nicht. Füllen Sie diese Grundschule in Klassenzimmer hinzu. Wo habe ich denn meine Grundschule? Ich glaube, ich brauche immer eine Straße, die darüber führt, damit das Abwasser da schneller transportiert werden kann. So. Und wie sieht es jetzt aus? Juhu, Aufgabe gemeistert. Was willst besser. Du? Will Ihre Träume, leg mal Arsch. Stellen Sie einen Park auf, mache ich gleich. Brauche ich immer so ein. Wie weit bist du mit dem Forschungsprojekt? Mit dem Forschungsprojekt? Ach so. Nee, die Akademie, dass ich die Stufe 2 habe. Weißt du was, die stelle ich jetzt mal. Nee, nicht. Ah, ja. Hier unten brauche ich vielleicht noch so ein Ding, ne? Ich weiß noch gar nicht so recht, was ich machen soll. Ach genau, ich weiß, was ich machen wollte. Mein Gott. Ich wollte hier so eine Raffinerie in den Rohölzentrale bauen. Die kommt dann hier aber ins Industriegebiet, weil die gehört nicht ins Wohngebiet, weil halt ist. So, was kann man denn so genau da machen? Erstmal neue Leute einstellen, dann tätig ja Gewinn Rohöl. Alter, da kann man den Nummer Sachen verkaufen. Ach, Vergabe eines Stadtnamens. Ach so. Grenz, damit nenne ich meine Stadt. TV. Also TV. Hausen. Papa, eine Tasche mit der Reinkommensbibliothek, die hat am Baubeginn. So, TV Hausen. So, und was will das hier? Kann man hier, wie viele Megatürme hast du bei dir bitte stehen? 2. In einer Stadt, oder? Ja. Gab's sogar ein Achievement. Aber nur weil ich eine Elite und einen dunklen Turm habe. Also halt normalen. Es gibt ein Achievement. Ich meine, es gibt sogar ein Achievement, wenn du alle 8 Megatürme in der Stadt hast. Könnte ich glaube ich sogar theoretisch machen, aber nee, wird eintönig. So, ist das hier Ölraffinerie. Ich brauche ja echt so ein Viertel, wo ich nur Rohöl zu Sand verarbeite, weil das nämlich später ein riesiger Komplex wird hier, den man da verbraucht. Und ich glaube, ich mache noch ein bisschen mehr Rohöl, da wir dann einmal noch mehr Geld machen. Und Geld regiert die Welt. Einmal mal alles voll mit. Welche? Sonnenenergie-Tasche. Schließen Sie Forschung. Schießen Sie das Forschungsprojekt ab. So ein bisschen effizient hier bauen, damit wir hier nicht allzu viel. Damit wir viel Pumpen bauen können. Das ist schön für dich. Oh, ich kann eine Garage bauen, ich fühle mich so toll. Kann ich hier noch Garagen bauen? Ach, guck mal, doch, kann ich echt sogar noch. Erdreiniger, Wellengenerator, Müllatomisierer, Luftreiniger, Dachetage. Jetzt pumpen, Alter, jetzt gibt's hier aber Öl, ne? Oh, jetzt bin ich gleich mit dem Mülleimer gekommen, scheiße. Täglicher Gewinn an Rohöl, 56.000, geht es, wächst jetzt einfach weiterhin. So. Mit der Stadt kann man, glaube ich, echt Geld machen, glaube ich. So, habe ich so ein Gefühl. Klassenzimmer, was? Kostet mich das Ding eigentlich? 450 hier. 490, oh mein Gott. Bauen Sie weitere Schulen. Was ist eigentlich so rot? Abwasser ist perfekt. Das ist auf ganz grün. Trinkwasser ist auch auf ganz...
macht, dann mache ich hier mal so eine scheiß Kläranlage hin, wenn es euch das glücklich macht. Aber weißt, es bringt doch gar nichts. So. Brauche ich hier noch einen Schulbus hin und da noch einen hin. Kostet ja nichts. Drüben in der Stadt, was ist hier? Brand. Willy Brand. Oh Gott. Dann noch dieser Sterilisator, ne? Der kann mal weg, weil sonst kriegt mich immer bei Trinkwasser eine böse Nachricht, weil ich kann doch schon nicht mehr ab. Kann ich auch letztendlich das immer machen. Scheiße, meine Gewerbegebiete bauen sich gerade aus, das ist ja auch mal lustig. Ist doch gut. Ein verlassenes Gebäude, wo ist das denn? Ah, okay, da ist es. Was will die jetzt? Stellen Sie ein Polizeirevier auf. Stellen Sie eine Omega-Zentrale auf. Er hat sich einen Glückwunsch, überhaupt nicht große Ziele. Omega statt nein, kurz. Weißt du was? Was ist eine Omega-Produktionslinie? Du brauchst dafür doch 1 Million Simoleons, ne? Was ich? Für die Akkologie. Ja, aber die hätte ich in meiner anderen Stadt. Also jetzt noch nicht genau gleich, aber ich mache damit, glaube ich, 15.000 plus oder so. Ich gehe mal kurz ins Hauptmenü. Oh mein Gott, er geht ins Hauptmenü. Ja, das mache ich jetzt gleich im Let's Play, ich mal kurz was nachsehen mit den Regionen. Sorgen Sie für Franchise-Einnahmen. Ah, jetzt weiß ich, wie man, glaube ich, Omega. Und wie man sieht, die Region ist Warz. Warz? Wir brauchen dafür doch Erze, oder? Erze brauchen wir auf jeden Fall. Hast du Erze in der Stadt? Weil ich habe nämlich bei mir keine. Das ist voll dämlich. Nee, ich auch nicht. Bestimmt sind ja Marthausen welche, ne? Da, wo natürlich die normale Stadt ist. Oder in meiner Stadt ist... Ah, ich glaube, in meiner Stadt sind Erze. Ach, verdammt. Naja, du musst mal halt was hinbauen, ne? Nee, ich gehe jetzt gerade in einen anderen Teil der Region. Wobei, man kann auch Erze einkaufen, ne? So ist es ja nicht. Kann man. Ich habe nämlich... Kann man. Weil braucht nämlich für Omega, braucht man nämlich Erze. Deshalb habe ich mal auf Verkauf. Kostet auch nur 10.000, glaube ich, für eine Ladung Erze. Ist es, klingt viel, aber ist es eigentlich gar nicht mal. Ja, und auch für die TV-Geräte. Ich meine, du kannst alles... kaufen. Weißt, die kannst du ja dann wieder verkaufen, die Dinger, und dann kriegst du ja noch mehr Geld. Das ist so der Plan, ne? So, jetzt bin ich wieder in der neuen Stadt. Ich würde meine 2 Vorderzähne für einen Bahnhof geben. Ja, dann machen wir. Die geilste Aussage. Ja, er möchte es tun. Wo geht denn hier der Wind? 100 Pro nicht da, wo ich will. Sag ich doch. Omega Produktionslinie. Okay. Ah. Das macht einfach schneller Omega. Wenn die auch selber drauf kommen können. Ne? Kann ich eigentlich überall hinstellen? Hier ist die Hauptstraße. Oh, ich kann schon Gritte annehmen. Boah, Omega macht so viel Schmutz zu, ne? Brauchen unbedingt mal was gegen Luftverschmutzung. Warte mal, wo ist denn das? Müll bestimmt, ne? Nee. Wo ist das denn? Hallo? Bei mir ist gar keins gelb oder rot. Ein Wunder. Nirgends. Nicht mal bei den Spezialisierungen. Freut mich. Omega Code Zentrale. Oh, jetzt geht's hier ab. Jetzt gehe ich an die Decke. Bohrungen, was ist das? Messe, boah! Kohlebergwerk, was ist das? Alter, wie geil sieht die denn aus? Oh, da ist so ein Hologramm oben. Hologramm. Kann da forschen? Prozessorfabrik, nee. Und die V-Geräte. 360.000 das Ding. TV-Geräte, ja, wie macht man, was braucht man für TV-Geräte, steht es da irgendwo? Ölraffinerie, dahin kann man doch bestimmt, ja genau, man kann nicht in der Raffinerie Rohöl zu Plastik machen. Dann kann ich eine Destillierenzeile, und aus dem Plastik kann man dann bestimmt irgendwie zusammen, zu TV-Geräten dann irgendwie machen, würde ich mal zumindest schätzen. Dum, dum.
Hipster, dann mache ich einfach mal, ich übertreibe immer ganz gerne, seht ihr vielleicht schon, deshalb mache ich einfach noch so ein Uröl-Ding. Das übertreibst ist ja nichts Neues. Wir halten den heutigen Tag fest, er ist sehr denkwürdig. Ein Racer Game hat zugegeben, dass er gerne mal übertreibt. Das ist ein Wunder. Die Straße ziehe ich jetzt in etwa hier auf. So. Da mal was so. Nein, jetzt kann ich eine Pumpenmap auch nicht voll depp. Ach so, Mann. Hier geht der Wind. Das heißt. 5 Minuten, das heißt. Ach, guck mal. Ah, hier kann man das also hinbauen. Ich, Niklas, ich hoffe, dass das Stichwort mit den 5 Minuten verstanden. Ach so, für die Folge? Ja. Naja. Ist ja kein Act, wir nehmen ja jetzt so ein bisschen was auf noch. Ja, ja, es leckt mal schon, ich bin nicht schwul, vergiss es. Was wollen die denn schon wieder hier? Mit ihrer Hilfe wird sich TV Hausen zu Öloase entwickeln, Bürgermeister. Ganz gleich, um was es geht. Wir stellen uns Herausforderungen, werden die gesteckten Ziele erreichen. Ach, leckt mich doch mal. Was brauchen wir dafür? Verdienen sie jeden Tag mit Ruhe weitere 36.000? Ach, geht doch. Bringen sie die Ruhezentrale auf die Stufe einer Öl-Company. Denke ich mal. Fügen Sie zur Ruhe ist da die Raffinerieabteilung hinzu. Ach genau, wir haben ja hier erstmal ein Schild. Erstmal ein Schild. So. Wie viel mache ich eigentlich plus? Omega 8000. Ich das Konzept jetzt mal so auf, wie es mir schon mal gedacht hatte. Die Straße, da muss wahrscheinlich noch mal weg, oder? Alter, wie das aussieht, wenn ich mal kurz die gesamte Straße abreißen. Alter, ich habe jetzt 30 Ölpumpen, die hier arbeiten für mich. Nee, weil ich jetzt nämlich nicht, weil ich jetzt wieder mal eine Stadt machen will, die rein auf Produktion geht. Ja, ja, ich bin gerade ungewollt dabei. Ich dachte, ich wollte eigentlich nur normal schon mit Omega bauen, jetzt ist es aber irgendwie wieder ans Lager voll, bis mich verarschen. Ah, scheiße. Verdammt, ich brauche mehr LKW. Scheiße. Nein, das kann ich keine Web. Alter, jetzt holt es mal schneller ab, ihr Volldeppen. Oder warte, die hier müssen es doch abholen, oder? Nee. Omega. Ah, guck mal. Wo kann ich in der Ruhezentrale? Ja, will ich abreißen, so. Aha. Ach, ich brauche noch mehr Franchise. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich ein Limit erreicht. Jetzt muss aber gehen. Was will der denn schon wieder? TV-Hausen sieht ziemlich futuristisch auf. Ja, nee. Nein, danke. Nein, nicht. Muss ich vergessen. Oh, Alter. Ich übertreibe jetzt aber echt, ne? Scheiße, falsch gesetzt. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie vorhab, die erweiterte Ölpumpe zu bekommen, ne? Und ich habe auch nicht vor, das dann alles zu ersetzen. Nein, nein. Boah, ich sollte vielleicht ein bisschen platzsparend sein. Dann machen wir mal so. Boah, jetzt kann ich das ja jetzt haben, mit den ganzen Straßen setzen. So, Limit erreicht man. Wir können eigentlich auch hier so machen. Oh, noch LKWs. Auch wenn das... Moment mal kurz. Das lasse ich jetzt mal kurz. Nee, das lasse ich jetzt hier so. Auch wenn es ein bisschen suboptimal ist. Alter Schwede. Heavy. Richtig heavy. Seit wann bin ich bitte ein Schwede?
Ah, ja, jetzt arbeiten noch. Alter, scheiße. Jetzt gibt's Einnahmen, glaube ich. So, was will die schon wieder? Nein, ich werde die Feuerwache nicht durch irgendwas Höheres ersetzen. Ja, Lagerfeuer kann ich aber leider nichts machen, weil ihr habt schon genug Transporter. Ah ne, guck mal, einer geht sogar noch. Oh, fuck. Guck mal, hier auch noch, ey. So, jetzt habe ich 40 Ölpumpen. So. Oh, und gleich auch die Franchise-Einnahmen. Sauber. Und wir müssen eine Folge beenden, ne? Sofort. Ja, mein Handy sagt Bescheid. Stimmt. Recycling-Tempel. Machen wir aber in der nächsten Folge erst. Würde ich sagen. Ja, sofort, ich setze nur kurz die Straße. Oh mein Gott, das ist ein Samsung-Handy, hat man gehört. Ja, das war der Timer. Und jetzt sag auch ich Tschüss. Ja. Ja, schaut beim Yamato vorbei und wenn ihr seine Perspektive seht. Wenn ihr ihn hübsch findet. und dann würde mein Gott. Und ich würde ansonsten noch sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge von Sims die Städte. Über einen Kommentar, positive Bewertungen, Kritik, Anregungen freuen wir uns jederzeit in den Kommentaren. Ja, und auch Tipps. Gut, bei mir gibt es schon einen, der Tobias, irgendwas weiß nicht. Der kommentiert ja schon fleißig. Aber wenn ihr noch weitere Tipps habt, einfach in die Kommentare schleudern. Ich werde sie dann auch lesen und beantworten, beziehungsweise generell einfach lesen. So, jetzt aber mal genug. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge. Wo sind die Städte der Zukunft? Tschüss. Tschüss.